Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen und einen wunderschönen zu einer weiteren Folge, zu einer neuen Episode Total War Warhammer 3, die Story-Kampagne mit Malakai Makaison. Beim letzten Mal haben wir unsere ersten Schritte unternommen und die Bersonlinger, so eine schöne Norska-Fraktion, ins Yogg-Trakhen besiegt und in Novkhozy. Wir werden jetzt da noch weiter durch raiden oder uns durcharbeiten durch die weiteren Siedlungen, damit die Fraktion schon mal raus ist. Du kommst raus aus der Lagerstellung und schlägst hier zu. Ja, das ist jetzt nur wieder so eine klassische kleine Norska-Garnison, das machen wir automatisch. Mit dem halten wir uns nicht auf. Weil die richtige Action wartet natürlich anderswo. Und da können wir wenigstens auch ganz gut leveln. Dank der lieben Norskana. Jo. Ja, wir werden schlüpfrig. Dämonentöter. Wir werden auf jeden Fall ziemlich viel Stress haben, damit gegen Chaos-Dämonen zu kämpfen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Machen wir das Kampftraining. Und der gute Felix. Ja, macht den vernichtenden Angriff. Gut, dann fehlt uns hier ein bisschen Zaster auf die 4000. Hier oben brauchen wir noch eine Runde. Gut, gut, gut. Wo? Können wir noch irgendwas schmieden? Naja, wir haben noch nicht allzu viel Ressourcen. Was war denn das für ein Ring gerade, bevor ich es vergesse? Was war das für ein Ring? Ah ja, ist schon drin. Gut, gut. Alles klar. Eine gegnerische Macht ist zum Verhandeln gekommen. Nope. Migration. Mehr Wachstum. Boah, komm. Mehr Wachstum. Warum nicht? Eine katayanische Karawane. Hier magst du... Ja, mach ein bisschen Wachstum. Und wir jetzt. Schaut, wäre ein bisschen lustiger, wenn wir ihn und die Garnison in einem Aufmarsch bekommen würden. Aber halt nicht. Dann gibt es jetzt scheinbar eine Waldschlacht. Das machen wir noch mal selbst. Oder auch nicht, nur ein paar Wälder. Ist aber auf jeden Fall schon eine gute Sache. Ich erinnere mich da ans alte Rome Total War 1. Da war es ja wirklich so, wenn du eine gegnerische Armee am Feld erwischt hast, oder halt eben im Wald erwischt hast, auf der Kampagnenkarte, dann war auch die Schlacht hier eine Waldschlacht. Das waren dann immer ganz besonders schöne Schlachten, wenn du irgendwo zwischen den Baumstämmen und Baumwipfeln herumhandelst. Und dann wird's herrlich, herrlichst unübersichtlich. Herrlichst unübersichtlich. Gut.
dann du machst mächtiges Badabum auf ihn. Eure fliegenden Einheiten dann. Ja, das tun sie. Don't stop us. So, stopp mal ganz kurz. Nein, stopp mal noch nicht. Erst sollte mal da rauskommen. Ich mag mir nämlich ganz gerne die Slayer-Piraten mal aus der Nähe anschauen. Ja. Alles klärchen. Gut, die Bum-Bums machen natürlich ebenfalls mit. Und ihr auch. Sprengladungen zum Schmeißen, liebe Freunde. Schwissen, mächtiges Badabum. Mächtiges Badabum. Ja. Die Gyrocopters kommen dazu. Und ihr chargt da mal rein. Viel Spaß. Wunderschön mit zwei Doppel-Echsen. Ja. Stimmt, ihr könnt's auch noch mitmischen. Was kommt da? Da kommen noch mal ein paar Undies. Okay. Ja, die Geistgrundis können wir heute mal zu Hause lassen. Wo sind die anderen eigentlich? Ah ja. Okay, die haben... Okay. Die Speerträger weggemacht und den Chen. Knall ihn ab. Yep. Wunderschön. Sudala. Oh, ein Fluss. Dann geben wir ein bisschen Gas. Ja, wir haben ja die Bomben, ne? Na gut. Geht mal. War noch okay. Komm, Schwefelzieh. Wie? Schwefelzieh. Schwefelzieh, wie ihr noch nie etwas geschwefelt habt zuvor. Und jetzt Hexelzieh. C. Vollen Häcksler aktivieren. Wow. Okay, der war unnötig jetzt. Der war richtig unnötig jetzt. Friendly Fire und so. Ja, komm, fest. Friendly Fire holt einfach mal ein Viertel des Geschwaders runter. Bull. Oder eigentlich sollte man eher sagen, der Staffel. Ein Geschwader besteht ja aus mehreren Staffeln. Trinkt auf den Sieg. Ja, macht die Einheit mit Verstärkung.
Dein Schüler. Malakai Makaisen. Horai. Ja, Geschossstärke. Find ich geil. A gift from Brunyi himself. Ja, machen wir die Dämonen-Twitter. Die werden wir auf jeden Fall noch brauchen. In dieser Kampagne. Und du, ja, mach den vernichtenden Angriff zu Ende. Ja, und dann können wir eigentlich die Bärsonlinger in der nächsten Runde rausnehmen. Und in der Zwischenzeit kannst du... Nein, in der Zwischenzeit bauen wir Karakadrak aus. Und es gibt... noch eine Technologie. Add Gold. Wasserdichte Verpackung. Okay. Ah, mehr Einkommen aus Edelsteinen. Ui. Fördermittel für Kasit. Ja. Alles gute Dinge. Milizausbildung für die Bergwerker. Oh. Invention? Only thing that's kept dwarves alive. Gut, dann jo, speichern und so und nächste Runde. Dupdidu. Unter dem Blicke Morlibs. Na, die Kohle hätte ich gerne. Ja, aber wenn es jetzt Wachstum reduziert, aber bitte. Jo. Dann machen wir hier das Ende der Bärsundlinger. Ja, da ist jetzt der General drin. Komm, das machen wir trotzdem. Dash. Damit halten wir uns nicht auf. Bärsundlinger sind weg. Plus 10% Bewegungsreichweite. Gut, beglichene Rolle plus 100. Blem. Die Rückeroberung der Reiche. Silberfeste. Ja, die können wir jetzt aber hier nicht rekrutieren, ne? Okay. Ein starker Bart für den starken Zwerg. Wenn jeder Davi seinen Teil beiträgt, wird das Damascron im Handumdrehen vollständig sein. 42%. Effekte, wenn aktuelles Zeitalter auf dieser Stufe endet. Okay. Alles klar. Passt, das ist dann praktisch eine... Es geht echt gut dahin mit den Level-Ups, muss man sagen. Ja, Blitzschlag wäre natürlich gut zu haben irgendwann.
Geschossstärke. Ja, machen wir das Geflecht der Eide. Und was machst denn du da? Kislevitische Krieger. Die kennen zum Beispiel gar nicht diese Einheiten. Kann man irgendwie einen Nicht-Angriffspakt. Leave now if you're prone to time wasting. Und dann Handelsvertrag natürlich auch noch. Come. Kislev's chose Windshaper. Dann die Nomaden des brennenden Windes sind ganz scharf. Auf einen Handelsvertrag. In the name of the Dragon Emperor, I bid you welcome. Yeah. Unity hop. Never yield. Und hier der Rastiltin. Mit dem können wir das auch gleich machen. Friends in high places now. Komm, beides gleich. As is Tyrant. Dann schauen wir mal, vielleicht passiert ja irgendwas, dass wir die Kontrolle über Plesk wieder gewinnen. Respektive könnten wir uns natürlich auch hier runter ausbreiten und uns das Weltrandgebirge holen. Das wäre eigentlich auch eine gute Option, bevor die Chaoszwerge sich da drin festsetzen. Ja, das hier schreit ein bisschen nach Skaven. Zum Nordpass kennt man natürlich auch. Ja, gibt ja ein paar Stoßrichtungen, in denen wir uns ausdehnen können. So, du. Wollen wir zuerst Fernkampf oder AT? Ich würde mal sagen, zuerst Fernkampf. Und das restliche Geld. Ja, passt. Engineer! Jo, passt so. Gut, speichern. Speichern und so. Runde Chain. Chain. Zeitalter der Rache abgeschlossen als Scruff. Okay. Tötet 3000 Feinde mit Artillerie, Gyrokopter, Gyrobomber und Donnerbarken. Alles klar, das werden wir hinbekommen. Eine neue Abrechnung. Ein Zeitalter der Alter der Rache hat sein Ende gefunden. Ein neues Zeitalter der Rache muss beginnen. Kein Zwerg darf ruhen, bis alle Grolle aus dem Buch getilgt sind. Wer nachlässig wird, wird sich umso mehr beweisen müssen. Okay, wir könnten... Es bleibt keine Zeit für Verzögerungen, solange ihr das Sagen habt. Nur ständige, unerbittliche Rache. Vorerst habt ihr andere Dinge zu erledigen, während unsere Sippe weiterhin unsere Rechnungen begleicht. Ja, das ist halt eine ganz spannende Mechanik, weil sie dich natürlich dazu bringt, dazu bewegt, dass du Schlachten schlagen musst, um hier auf diese Boni-Wertung zu kommen. Verzögern ist natürlich auch eine Option, aber dann 20% mehr. Ich bin ein bisschen überfragt, was hier das Beste ist und ob das nicht irgendwelche Konsequenzen hat, wenn man hier die falsche Entscheidung trifft. Aber ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Explosives Expert. Wir machen einfach weiter und haben jetzt hier mit dem Ropesman Clan haben wir jetzt den Nicht-Angriffspakt geschlossen, ne? Ja. Never yield. Und ich meine mal mit Kislev, wenn wir uns mit denen gut stehen, dann passt das.
Ja, wir hätten hier Skaven, denen wir an den Pelz gehen könnten. Done. Oder natürlich hier Valkyr. Ja, da sind Skaven daheim. Oder Richtung, wirklich Richtung Weltrandsgebirge. Wir müssen ja, wie schaut's denn aus mit den Siegbedingungen? Sagen wir das mal. Wir brauchen 2 legendäre Schlachten in den Abenteuern, okay. Schließt die folgende legendäre Schlacht in Malakais Abenteuern ab. Plan der Skaven. Okay, wo? Karakdum da oben. Ach Gott. Wo? Sollen wir mal so ein Abenteuer starten? Nein, ich würde sagen, wir schnappen uns noch ein bisschen Territorium. Fühlt sich jetzt einmal ein bisschen passabler an, dass wir unsere gute Startposition mit einem schönen Gebiet, mit schönen Kohle unter den Nagel reißen. Und ich würde sagen, das machen wir bei unseren Zwergen-Territorien. Zu dem Zweck wollen wir bitte mit der Bruderschaft des Bären einen militärischen Zugangsvertrag. 6 Ja, vielleicht wird es in der nächsten Runde billiger. Hoffentlich. Das warten wir mal noch hier mit dem Ausbauen, falls wir die Siedlung an Valkyr verlieren sollten. What? Stattdessen. Watch it. Thou make you a dust snowman. Sollten wir mal hier auf die Bewegungsreichweite sparen. Das ist das hier. Alles klar. Gut, ja, das können wir mal lassen, den Schießstand. Dann sparen wir uns die restliche Kohle. Stattdessen kannst du dir noch gönnen. Gönn dir. Ein Armbrustschützen, Fragezeichen. Ja, die sind hier vielleicht doch nicht ganz so wichtig, weil wir ja eine Luftkomponente haben, die Hindernisse einfach überfliegen kann. Ich würde eventuell in Bälde dann drauf gehen, sogar noch einen Gyrobomber dazu zu holen und ein bisschen Artillerie mehr. Für den Moment 18 Einheiten. Ja, für den Moment. Ja, hol mal noch so einen Musketenschützen. Gut. Wo? Steht hier irgendwas? Eigentlich von Rückeroberung der Reiche. Ah ja, das ist das hier, ne? Ja. Der Höhenpass, das ist hier unten, der Nordpass, das ist das hier, okay, und die Silberstraße ganz da unten, ach Gott. Jo. Und die Silberfeste ist auch nochmal. Ja, dann ist das, glaube ich, schon eine ganz gute Stoßrichtung, sich das hier zu holen, bevor es die Chaoszwerge tun.
weil die Vampire raus sind, glaube ich, ein bisschen leichter da rauszukriegen als die Chaoszwerge. Mit denen werden wir uns natürlich auch noch anlegen, aber für den Start ist das, glaube ich, eine ganz gute Ausgangsposition. Daraufhin ein kleiner Schluck. Slayer. Gut, Mr. Slayer, probieren wir es nochmal, ob es jetzt ein bisschen billiger ist. Lord of History shall be written by our proud nations. Ja, ist okay. As is order. Ist in Ordnung. Sagen wir heute mal freundliche Nachbarn. Du kommst hier hin. Und dann gibt's den Gewaltmarsch. Schauen wir, dass wir ein bisschen Gas geben. Oh, Ogre. Ogi, Ogre-Gott. Die Kohle. Ja, investieren wir mal in keine Ahnung. Fragt's mir nicht, wie man das ausspricht. Jo. Nur irgendwas zu schmieden. Na gut, wir haben 0 Eidgold momentan. Da brauchen wir vermutlich nicht viel schmieden zu wollen. Ach Gott, wir hätten... Ja, komm. Haben wir heute ein kurzes Gebiet vom Ropesman-Clan verletzt. Meine Güte. Stellt's euch nicht so an, Alter. Jo, minus Korruption. The past is the past. The past is the past. Arg schlechter. Wir kriegen es bald zu tun mit Grünhäuten. Oh, munterer Menschling. Innovator! I'm on it! Time for a wonder! Ja, mach mal. For change, I'll make you a dust snowman. Okay, geht gar nicht. Schade. Ja, Armbrustschützen haben wir mal noch keine vorerst. Unterhalt reduzieren ist natürlich, wäre natürlich gut. Da erhöhen wir sogar noch die Reichweite. Und hier nochmal die Reichweite plus Geschossstärke. Komm, 100% mehr Muni. Muni. Ja, bauen wir mal aus. Wir haben das Geld. Passt schon. Wer bist du, Clan Gritus? So weit, so unschön. Dass der schon zu uns kommt. So heißt, vielleicht müssen wir uns hier doch verteidigen. Eventuell. Ja, schauen wir mal weiter. Lasst euch von der großen Orthodoxie leiten. Ist okay. Ja, braver Skaven. Braver Skave. Dann können wir hier weiter
Richtung Grünhäute marschieren. Der wird uns nicht gefährlich, wenn uns der was Böses will. Du kommst hier hin. Vielleicht können wir dann nächste Runde schon angreifen. Okay. Die Rekrutierungsgebäude sind eigentlich gar nicht so wichtig mehr, zumindest nicht für Malakais Armee. Im Gyrobomber sind jetzt auch 4. Das war vorher eine Einzeleinheit. Ne? Schutz vor unliebsamen Überraschungen, bitte eine Garnison. Und natürlich Geld. Dass der gute Balthasar seine Freude mit uns hat. Und weiter. Eine Karawane ist angekommen. Okay, die Gorumatni rebellieren. Sollen sie, können sie ruhig tun. Das wäre minus 1. Was geht denn hier so auf die öffentliche Ordnung? Wir sehen ja überhaupt kein Wachstum momentan. Aber wahrscheinlich deswegen. Dann nehmen wir mal die Steuern hier raus. Vielleicht können wir es dann verhindern. Und du. Wo ist die Tier Karakungor? Gegen die Rotaugen. Hätte man nur eigentlich noch nachsehen können, wie viel. Ich weiß das mal, wie viele Siedlungen die eigentlich haben. 2 nur. Stimmt, das da drüben sind ja. Blödsinn, das ist ja die lamische Schwesternschaft. Grün heute dreschen, tralalala. Grün heute dreschen, tralalala. Dreschen und bum bum. Gobus abknallen und so, ne? Gobu, gobu, gobi, gobi, gobu, gobu, gobu. Bergwerker und die Musketen. Da gibt es schon Silbererfahrung. Stark. Vincent. Und ab geht's. Eure Truppen haben Feuer frei, sofern ihr nicht etwas anderes befehlt. Wenn ihr es wünscht, sparen sie Munition. Wir kommen hier hin. Also ich glaube, die Piraten werde ich nicht behalten. Sind eine ganz lustige Einheit, aber die Reichweite ist... Ich habe nie so wirklich mit Pistoliereinheiten gespielt, muss ich sagen. Einfach aus Reichweitengründen.
Angriff. Angriff. Bum bum. Wir sollten eigentlich nicht unbedingt Level haben dagegen. Wie man so schön sagt. Und ich würde ganz gerne das nochmal riskieren. Und hier hinten in den Rücken ballern. Folgen. Vielleicht wird sie weiter unten. Ja. Hier unten. Und dann passt das. Hamas. Okay. Noch schnell zum Ende der Folge. Ein paar Grünhäute zu dreschen. Du. Führerschaft. Hauen wir mal auf die Slayer. Die haben schon Rang 5. Es geht echt gut ab. Wir setzen. Das Schiff legt ab, Leute. Das Schiff legt ab. Dann würden wir einen Drachenslayer bekommen. Wäre soweit eigentlich gut. Innovator! Und du? Die Musketen ein bisschen pushen weiter. Und ja, du mach das, was das runenbeschriebene Gerüst. Wobei, wollte man nicht eigentlich die zusätzlichen Propeller wollte man doch eigentlich gehen. Den Maschinenraum. Einfache Propeller bieten zwar nur begrenzten Schub, aber genug, um die Geist-Grumnis durch die Wolken zu segeln zu lassen. Segeln zu lassen. Da ist ein zu viel. Ab geht's und Karakadorden. Ja, Garnison ebenfalls. Und. Ja, und baut diesen. Die Werkstatt des Zwergentüftlers. Okay, dann soll es das für diese Folge gewesen sein. Beim nächsten Mal gibt es dann noch Kasit Irkulas. Und natürlich in weiterer Folge dann die Silberfeste. Wir haben 9%. Und noch 6 Runden. Ja, da muss man schon ordentlich reinhauen, dass man da weit kommt. 10 Runden ist schon knapp. Für so viel. Ist schon heftig, ja. Aber gut, wie heftig es wird, werden wir dann beim nächsten Mal gemeinsam herausfinden. Schaltet gerne wieder ein. Mit diesen Aussichten verabschiede ich mich. Ich bin der Doc von Gfunden Games und ich sage, grüß euch. Und... Tüdelü.